Herzlich willkommen zu diesem Webinar. Ich möchte jetzt ein bisschen was darüber raus im MT zeigen vom Mastercam. Und zwar jetzt nicht die klassische Programmierung fürs Drehen und Fräsen, sondern eigentlich oft, was ein bisschen vergessen wird, die Bearbeitung von Peripheriegeräten. Sprich, wie schauen Übergaben aus? Wie schauen Lünettenbearbeitungen aus? Wie können Reitstockarbeiten ausschauen? Wie schaut das Ganze eventuell mit mehreren Kanälen aus? Und da möchte ich heute einen Einblick geben. Vielleicht ganz kurz zu meiner eigenen Person. Wurde ja schon gesagt, mein Name ist Stefan Hölzel. Ich mache Mastercam mittlerweile seit gut 18 Jahren. Bin sehr viel im Bereich Post-Processing unterwegs, Schulung im Bereich Simultan, Miltern und Sonderlösungen. Und ich hoffe, dass ich hier heute einen Einblick geben kann in den Bereich eben ja, Sonderlösungen oder erweiterte Anwendungen vom Miltern-Produkt. Ich werde die Kamera jetzt dann wieder deaktivieren während der Vorführung. Ich werde sie am Schluss dann wieder aktiv schalten, wenn es um die Fragen geht. Das heißt, somit könnt ihr euch komplett auf das Gezeigte konzentrieren und müsst nicht mir die ganze Zeit zusehen. Von daher deaktiviere ich jetzt mal die Kamera und dann gehen wir direkt auch in das ganze System rein. So, das wird alles live sein, also ist nichts aufgezeichnet. Deswegen sollte ich mich verklicken, habt ein bisschen Nachsehen mit mir. Aber ich möchte euch eben komplett abholen für das Ganze, was so ja, zur Verfügung steht. Ja, ich habe zwei, drei Teile vorbereitet. Zum einen ist es mal so eine etwas längere Welle. Die ist relativ schlank im Durchmesser. Wenn wir das mal anschauen, kann das halt mal zeigen, was wir hier grob ungefähr haben. Durchmesser von, was haben wir hier? 13,5 mm, also verhältnismäßig ja lang und dünn. Das Grundsetup ist schon vorbereitet. Ich habe jetzt nochmal alles ausgeblendet. Das heißt, ich kann hier verschiedene Bereiche ausblenden, damit ich das Ganze jetzt mal nicht sehe. Und das wäre jetzt einfach mal so diese Grundkonstellation für die Spannsituation. Man sieht auch, ich habe hier schon den einen oder anderen Job programmiert. Ich müsste aber hier noch ein bisschen mehr machen, damit diese Welle vorbereitet wird. Im Gesamten geben wir mal kurz einen Einblick. Welche Maschine haben wir denn hier? Ich habe hier eine dreikanalige Maschine mit Haupt- und Gegenspindel. In dem Fall hat die der erste Kanal, der jetzt gelb leuchtet, der hat eine XYZ-Achse. Genauso wie der dritte Kanal, das ist der zweite Revolver im oberen Bereich. Und dann gibt es noch einen weiteren Kanal, der ist eben jetzt unterhalb der Drehmitte. Das ist der Kanal 2. Es handelt hier sich, es sieht ja ganz gut, um eine Spinner TDS 65 Triplex, das heißt eben drei Revolver. Und hierfür kommen diese zusätzlichen Funktionen wie Reitstock einmal ein bisschen ja, anders zum Einsatz als ein klassischer Reitstock. Damit ich das Ganze jetzt weiter bearbeiten kann, muss ich das ganze Rohteil irgendwie aus der Hauptspindel wieder ein Stück weit nach vorne ziehen. Das heißt, ich müsste irgendwo ja, mit der Gegenspindel zum Beispiel kommen und das ganze Teil ja, klemmen, Hauptspindel aufmachen, ziehen und das Ganze wieder schließen und dann eben mit der Gegenspindel wieder zurückfahren. Dann wird aber dieses Teil ein bisschen unstabil sein. Und da zeige ich jetzt mal, was Mastercam so als Lösung anbieten kann. So, wie gesagt, ich habe jetzt hier, wenn ich mal Stück für Stück durchgehe, ich leere hier erstmal die Gegenspindel, mache aktuell ein Planen an der Vorderseite, mache dann eine Synchronbearbeitung und nehme hier die Außenkontur ab und dementsprechend eine Bohrung, die querläuft und dann noch eine Zentrierung, die hier das Ganze vorarbeitet für den Reitstock. Das ist jetzt hier nicht gezeichnet im Bauteil. Nichtsdestotrotz ist hier jetzt eine Zentrierung vorgesehen. Man sieht es, wenn ich hier mal das Rotheilprofil zeige, ist hier im Bauteil eine Zentrierung vorhanden. So, um das Bauteil zu ziehen, gibt es hier nicht nur die klassischen Drehoperationen oder eben Fräsoperationen, wie ich es gerade angesprochen habe. Das wurde schon oft auch gezeigt im Mastercam, sondern bei mir geht es halt hauptsächlich darum, mal diese Teilehandlingsoperationen ein bisschen näher zu bringen. In dem Bereich gibt es ein paar vordefinierte oder vorkonfigurierte Operationsblöcke, die sogenannten ja, Vorlagen oder Templates. Und es gibt eigentlich jeden Job, den man so machen kann, auch als Einzeloperation. Und man kann sich gewisse Folgen auch selbst zusammenstellen.
In dem Bereich müsste ich jetzt das Rohteil ziehen. Und hier habe ich jetzt eben verschiedene vorkonfigurierte Varianten. Ich zeige es mal ganz kurz. Es gibt eine Übergabe abstechen, eine Übergabe, dann Rohteil ziehen. Das ist das, was wir brauchen. Und es gibt Reitstockfunktionen. So, jetzt wenn ich hier mal reingehe auf dieses Rohteil ziehen, dann gibt es hier erstmal den Punkt, den ich zum Ziehen verwenden möchte. Den kann ich hier anwählen. Das heißt, ich habe mir den hier ein bisschen markiert schon, damit ich den schnell anwählen kann. Und dann gibt es hier eine Abfolge von Operationen, die nacheinander, ja, nach Absprache oder nach Vorlage mit dem jeweiligen Händler eben eingefügt werden. Ich kann hier noch gewisse Einstellungen tätigen, wie zum Beispiel manche Positionen ändern oder Verweilzeiten, Winkelpositionen eingeben. Aber grundsätzlich ist hier eine Abfolge dahinter, die so standardisiert immer wieder eingefügt werden kann. Ich führe das Ganze mal aus. Das heißt, es werden jetzt hier diese ganzen einzelnen Operationen erzeugt. Gleichzeitig sehen wir hier, dass auch das Teil gezogen wird. So, ich habe jetzt natürlich gleich das erste vergessen. Das ist die Live-Präsentation, aber nichtsdestotrotz kann man das schnell wieder ändern. Das heißt, ich gehe nochmal rein, sage, die Übergabeposition wäre die hier, das ist die zum Greifen und dann gibt es hier noch die Rohteillänge oder wie weit ich ziehen möchte. Das heißt, ich möchte jetzt hier ziehen eben bis, jetzt weiß ich den Wert nicht mehr, aber kann auch hier über den Rechtsklick das Ganze anwählen. Das heißt, ich habe hier eine Länge, nicht eines Elements, sondern mit Abstand zwischen zwei Punkten, zwischen dem hier und dem hier hinten. So, dementsprechend habe ich hier 1, das Maß, das ich ziehen möchte. Und ich kann das Ganze eben nochmal neu ziehen lassen. Jetzt sieht man auch hier, das Rohteil wurde eben nochmal entsprechend gezogen. So. Solche Gruppen können nicht einzeln editiert werden. Das heißt, sobald ich hier was löschen möchte, geht das nicht. Das sind vordefinierte Gruppen und diese vordefinierten Gruppen kann ich so nicht bearbeiten. Ich kann einzelne Parameter intern bearbeiten, aber mehr nicht. Wenn ich hier den Job ändern möchte oder raushaben möchte, muss ich die ganze Gruppe immer löschen. Das heißt, das ist dann so ein Bereich, der nur als kompletter Block gelöscht werden kann. So, dementsprechend kann jetzt hier, da wird es trotzdem noch eine falsche Position gemacht, weil der erste Klick falsch war. Ich habe mir natürlich ein kleines, ja, Backup mir gegönnt. Das nehme ich jetzt mal her. Das heißt, das wäre jetzt bis hierher, das Ziehen und dann eben das Rohteil, das danach gezogen wurde. Und wie gesagt, wenn ich es jetzt das erste Mal richtig gemacht hätte, hätten wir hier auch die Geometrie an entsprechender Stelle gleich gehabt. Und hier kann ich jetzt ja ganz normal eben auch weiter programmieren mit den Drehoperationen. Was natürlich hier jetzt der Fall ist, es ist jetzt hier das Ganze sehr instabil. Und für diesen Fall muss ich das Teil natürlich im Idealfall stützen. Und hier gibt es die Möglichkeit, Reitstock-Funktionalität reinzubringen. Bei Reitstock-Funktionalitäten gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Varianten. Es gibt einmal den Reitstock, der als, ich nenne es mal Standalone-Variante, gegenüber der Hauptspindel steht. Das ist die eine Variante, die wir jetzt als Reitstock sehen. Und das andere, was mit Reitstock-Funktionalität vergleichsweise ist, ist eine Spitze, die im Revolver montiert wird. Das heißt, es ist eigentlich nicht kein Drehstall auf einem entsprechenden Platz, sondern es ist in dem Fall eine Spitze eingebaut auf einem Platz und die mit diesem Revolver möchte ich dann eben das Bauteil stützen. Schaut wie folgt aus. Ich habe ähnlich einer Drehoperation hier meine Werkzeuge oder in dem Fall meine, ja, Zentrierspitzen und ich kann hier diese Zentrierspitzen per Klick eben definieren. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel mal was wegmache, ich kann hier beliebig Positionen einfügen. Das heißt, wenn ich sage, ich will hier Position einfügen, dann kann ich hier die Koordinaten wählen oder ich gehe direkt hier drauf und kann hier die Position auch wählen. Das heißt, wenn ich hierher gehe,
kriege ich direkt die Position abgegriffen. So, das heißt, die Spitze wäre jetzt an der Stelle mit der Spitze eben. Und dann kann ich hierher gehen und kann sagen, das Ganze soll auf den Eingriffspunkt fahren. Dementsprechend holt es sich automatisch die Punkte raus. Und ich kann hier noch einen Vorschub vergeben mit der Geschwindigkeit, mit der ich anfahren möchte. So, das Ganze wäre dann eben automatisch so tief in das Bauteil rein, dass es ideal in dieser vorherigen Zentrierung sitzt. Das heißt, man sieht es hier nochmal, wenn das Ganze sauber eingearbeitet wurde, geht es genau auf die Distanz. Den Rest muss dann wohl oder übel die Maschine machen. Dafür gibt es auf den Maschinen verschiedene Zyklen, die eben ein Andrücken übernehmen und in welcher Position in welchem Fenster diese Zentrierung getroffen werden muss. Erreicht in dem Fall der Revolver die Position nicht, gibt es eventuell an der Maschine einen Fehler und das Ganze muss nachkorrigiert werden. So. Und dementsprechend habe ich jetzt natürlich diese lang ausgespannte Welle, die stabil gespannt ist. Das heißt, ich habe es jetzt im Futter, ich habe es in der Spitze und das Ganze kann ich jetzt so auch entsprechend weiterarbeiten mit zum Beispiel unserem Synchronschrubben. Damit wir das Ganze sehen, wie das weiter ausschaut, gehe mal auf den Postlauf. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf G1 drücke, das heißt, ich wähle mal alle Operationen an, gehe hier auf G1, dann passiert hier im ersten Lauf kein Postprozessorlauf, sondern das ganze System oder das ganze Programm wird in den sogenannten Sync-Manager übergeben. Den hole ich jetzt mal her. Der schaut so aus. Und hier sehen wir jetzt auch eben meine drei Kanäle, die programmiert wurden. Das ist zwar nicht unbedingt effizient von mir programmiert, aber es soll ja auch hier in dem Fall um die Stützmöglichkeiten gehen. So, ich sehe hier, wie gesagt, die drei Kanäle und ich sehe hier im unteren Bereich einen Zeitstrahl. Wenn ich hier die Operationen, die ich programmiert habe, mal erweitere, gibt es hier noch weitere Einstellungen, nämlich die sogenannten Synchronmarken. Hier kann ich einfach per Drag and Drop das Ganze synchronisieren und dementsprechend die Maschinenbewegungen abstimmen, damit sie die entsprechenden Bereiche an der richtigen Position zur richtigen Zeit auch erreichen. In dem Fall ist es zum Beispiel sehr wichtig, ich mache erst die Bearbeitung, dann kommt die Übergabe und die Spitzenbearbeitung zum Beispiel, das heißt die Stützung an der Hauptspindel darf erst ziemlich gegen Ende kommen, wenn das Teil gezogen ist und dementsprechend muss hier das Relief später folgen. Das heißt, Werkzeug darf eingewechselt werden, die Stützung darf aber erst nach dem Rückzug der Gegenspindel erfolgen. Am besten, bevor ich jetzt hier noch viel sage, ich klicke hier oben mal auf Start der Simulation. Das heißt, jetzt werden die Daten, die hier zur Verfügung stehen, exportiert und in der Maschinensimulation geladen. So, da unten blinkt es schon. Das Ganze schaut dann so aus, wenn wir die ganze Maschine mal einblenden. Das sind für mich aber jetzt ein paar Informationen zu viel, die ich euch zeigen möchte. Ich denke, für uns reicht's. Man sieht hier, es sind die entsprechenden Werkzeuge gerüstet auf der Maschine. Und ich möchte das Ganze jetzt eben mal durchsimulieren lassen. Das heißt, Reitstockfunktion ist auch hier schon eingewechselt, aber eben noch nicht weiterverfahren. Jetzt haben wir hier ein synchrones Schrubben, das heißt, zwei Kanäle arbeiten gleichzeitig zusammen. Das Ganze ist fertig. Der untere Revolver geht schon auf Parkposition, hat jetzt keine Arbeit erstmal mehr. Ich mache hier noch Querbohrung und eine Dezentrierbohrung für die Stützung hinterher. Gehen wir ein bisschen näher hin. Ich hoffe, man kann es halbwegs gut sehen. Jetzt wird das ganze Bauteil eben gezogen. Es wird erst auf einen gewissen Abstand gefahren. Dann eben das Ganze gezogen. Und jetzt kommt erstmal die Stützung durch die Gegenspindel. Und somit ist dieses Teil natürlich jetzt stabil und ich kann weiter bearbeiten. Ohne dass das Teil jetzt irgendwie ausweichen kann oder sich verbiegen kann in dem Fall, weil es einfach gut abgestützt ist. Zum einen sind die gegenläufigen Schneiden hier sehr gut, was den Kraftverlauf angeht, als auch hier diese Spitze, die hier das Ganze eben stützt. Und da macht natürlich dann so ein dritter Kanal auch manchmal mehr Spaß, weil ich dann trotzdem noch immer synchronisiert zum Beispiel schrubben kann. Ansonsten kann hier bei der Maschine auch jeder Revolver eigentlich an jeder Spindel eingesetzt werden.
Man kann natürlich, das Einzige, was man vermeiden muss, dass hier irgendwo überkreuzt die Bearbeitung stattfindet. Es wird auch manchmal ziemlich eng. Deswegen war auch die Form so gewählt hier von der Spitze, wie sie gerade ist, dass sie relativ weit ausgespannt ist. Ja, das wäre so der erste Anwendungsfall einer gestützten Bearbeitung, in dem Fall mit drei Kanälen. Und wenn das Ganze dann fertig ist, wird das Ganze wieder freigegeben und ich könnte jetzt zum Beispiel eine Teilübergabe machen. So, das wäre jetzt so der Anwendungsfall 1. Der nächste Anwendungsfall, machen wir das mal wieder weg, schiebe es mal auf den zweiten Bildschirm, wäre jetzt eine Reitstockoperation. Das heißt, hier geht es dann oft darum und hier geht es wirklich um einen realen Reitstock. Das heißt, ja, die Welle ist jetzt ein bisschen größer als die vorher. Wenn wir das auch mal kurz anschauen, also da bin ich im Durchmesserbereich in dem Zwischenstück schon von fast Durchmesser 80. Nicht wundern bei den Maßen, das ist in der Basis eigentlich mal ein Inch-Teil gewesen oder ein Zollbauteil. Und da schauen wir jetzt mal, wie sich das Ganze so Stück für Stück auch hier aufbaut. So, die Maschine ist in dem Fall, muss ich das selber kurz spicken. So schaut die aus, meine WFL in dem Fall. Und die hat jetzt keine Gegenspindel hier, sondern die hat jetzt einen Reitstock, einen CNC-gesteuerten und zusätzlich eine Lünette, die hier montiert ist. Teilweise können die Lünetten auch im Mastercam so dargestellt sein, dass sie nicht montiert sind. Das heißt, da gibt es spezielle Optionen. Da kann ich aber gleich nochmal drauf eingehen. So, blende das Ganze mal wieder aus und hole mir meine Geometrie rein. Damit ich diese Geometrien sauber bearbeiten kann, beziehungsweise schon überhaupt beladen kann, macht es eigentlich Sinn, ja, das mit einem Reitstock erstmal einzulegen, beziehungsweise mit der Lünette zu halten und dann zu stützen und dann mit dem Reitstock den Lünettensitz anzudrehen. Denn wenn ich das so setze, dass ich hier hin, sagen wir mal, relativ kurz gespannt bin, ist natürlich sehr viel Kraft auf dem Ganzen drauf. Das heißt, sobald ich hier mit dem Drehstall einsetze, wird es nicht mehr lange gut gehen. So, in dem Fall würde ich jetzt als erstes mal, für den Reitstock brauche ich hier Spitze. Das heißt, es gibt auch hier verschiedene Funktionen, was den Reitstock angeht. Und da sprechen wir jetzt von dieser Funktion, Reitstockoperation oder auch manueller Reitstock. Dieser automatisierte Bereich ist wieder eine Kombination von mehreren Operationen, also eigentlich wie eine Art Vorlage zu sehen. Geht dann mal rein und schauen wir das Ganze an. Schaut jetzt eigentlich hier relativ leer aus, muss ich sagen. Aber wenn wir hier mal reingucken, es gibt hier verschiedene Vorlagen, die ich auswählen kann. Und die können auch, ja, ich sag mal, nicht ganz beliebig erweitert werden. Die sollte man sich einfach mit dem Händler zusammensetzen, dann können die eben entsprechend erweitert werden. Das heißt, in dem Fall möchte ich einfach nur mal die Spitze laden am Anfang. Das muss ich auch dann nicht jedes Mal machen, sondern ja, im Prinzip reicht es eigentlich einmal, wenn ich das mache. Aber ich muss dem Mastercam die Geometrie bekannt machen. Das heißt, ich lade hier die Geometrie und sage dann, okay, dementsprechend habe ich hier die erste Operation und hier ist die Reitstockspitze schon mal im Profil dargestellt. Ja, als nächstes muss ich ja irgendwie dieses Teil auch in die Maschine bringen. Und damit es jetzt nicht nur hier hinten greift, macht es eventuell Sinn, dass ich das Ganze mit der vorhandenen Lünette stützen kann. Ohne dass ich das drehe, bei Zunderschichten und Lünetten, die ich drehe, ist vielleicht nicht ganz so praktikabel. Aber wenn ich das einfach nur stütze, ohne dass ich das drehen lasse und dann einfach eine Zentrierbohrung ansetze und den Reitstock setze, macht es durchaus Sinn. In dem Fall gibt es hier zwei verschiedene Varianten von Lünetten. Ich kann das auch hinterlegen, zum Beispiel im Rundhaltziehen mit rein, dass ich gewisse Aktionen ineinander schalte. In dem Fall möchte ich aber auch mal das einzelne Programmieren zeigen. Das heißt, ich kann hierher gehen und die Lünette ansteuern. Das heißt, ich wähle hier die Lünette an. Die ist auch hier jetzt schon vordefiniert. Das heißt, ich möchte hier einfach mal hergehen und möchte das lösen. Sollte irgendwie der Befehl oder der Endanschlag noch nicht vorhanden sein, dass das geöffnet ist, will ich das erstmal öffnen. Das heißt, ich halte jetzt mal den kurz öffnen und danach gehe ich her und positioniere die Spindel. Das heißt, ich mache es jetzt gar nicht komplett neu, sondern ich kopiere mir das Ganze und ich ändere das hier ab auf Positionieren und zwar auf diese Position hier. Das heißt, meine Z-Position wird übernommen und ich kann das Ganze dementsprechend
hier definieren. So, wenn wir das sagen, positionieren. Und als nächstes kommt natürlich der Fall, dass ich das Ganze schließen möchte. Das heißt, in dem Fall nehmen wir Spannen. Und das ist jetzt ein wenig so eine Kombination, in dem einfach das Teil beladen wird. So, ich sehe jetzt aktuell nicht wirklich viel. Kommt auch darauf an, was hier teilweise aktiv ist. Das heißt, jetzt auch wo der Einfügepfeil ist, sieht man auch hier dargestellt, dass das gespannt ist. So, und was ich jetzt noch brauche, ist in dem Fall eine Zentrierbohrung. Das heißt, ich gehe jetzt mal her und sage, ich möchte hier bohren. Diese Senkung hier oder diese Zentrierung. Nimm meinen Zentrierbohrer, der ist eigentlich so schon komplett vordefiniert, und setze hier meine Tiefe ein. Halt. Ich habe jetzt hier noch eins vergessen, den Arbeitstyp. Es gibt verschiedene Arbeitsweisen. In dem Fall möchte ich einfach mit Y-Achse arbeiten. Das heißt, nicht irgendwie C-Achsbearbeitung. Beim Bohren ist das jetzt hier auch relativ egal. So, damit ich das Profil entsprechend sehe, mache ich noch eine Router-Operation, damit ich diese Senkung auch entsprechend sehe. Das heißt, halt muss ich berücksichtigen. Das heißt, ich kann hier verschiedene Operationen berücksichtigen lassen und ich sehe jetzt hier die entsprechende Spitze drin. So. Und jetzt kann ich eigentlich hier den Reitstock anfahren lassen. Das heißt, es ist gestützt, es ist stabil und in dem Fall gehe ich jetzt wieder weiter mit der Drehbearbeitung, nehme jetzt hier wieder diese Reitstockoperation und in dem Fall aber nicht mehr laden, sondern anfahren und stützen. Das heißt, hier sind jetzt zwei Teilbereiche drin und das Ganze fährt jetzt eben auf die Stützposition. So, und dementsprechend kann ich jetzt das Ganze hier bearbeiten. Damit ich das jetzt machen kann, wäre es sinnvoll, die Lünette zu entfernen. So, was auch hier möglich ist mit solchen Bearbeitungen, ich kann auch Operationen importieren. Das heißt, ich habe jetzt auf dem Nachbarbildschirm eine Mastercam-Datei, die kann ich einfach per Drag and Drop in diesen Operationsmanager reinziehen und dementsprechend kann ich hier auch eine gewisse Abfolge importieren. So, das heißt, die wurde jetzt importiert. Regenerieren wir mal, das heißt, Lineare öffnen und damit verschwindet hier das Profil. So, dann kommt ein Schlichten. Das Schlichten, also ein Drehjob, ist hier, man sieht es auch im Kommentar, den Lünettensitz anbringen. Er ist hier angezeichnet schon. Das heißt, ich habe hier eine einfache Kontur. Das Einzige, was ich noch anmelden muss, ich brauche die Kette, die für diese Kontur zuständig ist. Alles andere ist eigentlich schon in dem Job vorgewählt, den ich importiert habe. Also hier kann man sich eben genau die eine oder andere Zeit sparen und muss nicht jedes Mal alles von neu programmieren, sondern ich kann diese sogenannten Vorlagen oder Templates eben auch hier nutzen. Wie gesagt, ich zeige mal ganz kurz, wie das bei mir ausschaut. Ich habe hier auf dem zweiten Bildschirm einen Explorer offen und damit kann ich einfach diese Mastercam-Datei hier auf den Operationsmanager draufziehen und dann öffnet sich hier der Operationsimport. So, bringen wir wieder raus und ich kann dementsprechend weitermachen. Das heißt, hier als nächstes füge ich nur noch meine Ketten mit ein. Das heißt, von hier bis hier. Alles andere sollte eigentlich möglichst eingestellt sein. Lass das Ganze regenerieren. Man sieht auch hier, die Schnitte werden bis außen hin abgearbeitet. Und wenn das Ganze gemacht ist, lasse ich die Lünette wieder spannen. Das heißt, in dem Fall ist hier die Lünette jetzt wieder zu. So, denn jetzt, wenn ich noch planen muss oder irgendwas machen muss, hier an der Stirnseite muss der Reitstock weg. Und dafür gehe ich wieder auf diese Reitstockoperation. Wie gesagt, wichtig ist, dass dieses automatisierte ist. Und dann sage ich einfach, ja, entweder zurückziehen oder zurückziehen entladen. Das Entladen würde jetzt einfach noch bedeuten, dass die Spitze auch von der Grafik gleich wieder entfernt wird. Macht jetzt für mich keinen Sinn. Deswegen sage ich nur zurückziehen und der Reitstock fährt wieder in Ausgangssituation. So. Ja, das wäre so ein Ablauf und ich kann dementsprechend jetzt im Nachgang importiere ich jetzt nochmal meinen letzten Job,
ein Drehen zum Beispiel machen, indem ich das Ganze eben entsprechend plane. Ja, muss trotzdem einmal rein. Das heißt, die Einstellungen sollten eigentlich schon ziemlich passen. Planen wir das Ganze einmal. Dementsprechend sehen wir jetzt das Ganze einmal noch weg. Und es wäre so ein Ablauf, indem ich in der Mischung, sagen wir mal, einen Reitstock und eine Lünette wechselnd verwenden kann. Also somit habe ich eigentlich immer eine Stützgeometrie von langen Bauteilen oder eben von ja, langen Bauteilen, je nachdem. Ja, das ist so der nächste Fall, den wir jetzt hier eben haben. Das wäre, wenn ich eben eine Maschine habe, die eben nur Hauptspindel hat und solche großen Teile bearbeiten muss. Eventuell habe ich aber noch eine größere Ausbaustufe oder eine Ausbaustufe, die noch flexibler ist. Und dafür gibt es jetzt ein vergleichbares, sagen wir mal, ist jetzt auch das gleiche Teil, das ich hier habe. Und zwar habe ich jetzt hier einmal den hier. Wie gesagt, gleiches Bauteil, allerdings eine etwas andere Maschine. Grundkonstellation ist schon da. Man sieht hier auch gleich, ich habe schon zwei Bereiche markiert, denn die Maschine, die ich jetzt hier zur Auswahl habe oder mir ausgesucht habe, die hat noch ein bisschen mehr. Die hat nämlich eine Hauptspindel, die hat eine B-Achse, genauso wie gerade eben, und die hat eine Gegenspindel. Somit kann ich das Bauteil auch auf die Gegenspindel mit übernehmen und an der Gegenspindel bearbeiten. So, und da wollen wir jetzt mal nochmal einsteigen. Für das ganze Reitstock spielt jetzt keine Rolle, sondern in dem Fall ist es jetzt so, ich muss, damit ich das Ganze wieder einlegen kann und sicher erstmal spannen kann oder die Lünettensitze anbringen kann, wie gesagt, Reitstock habe ich nicht, Zentrierung bringt mir nichts, ich muss das Teil am besten in zwei Spindeln reinbringen, damit ich die Lünettensitze andrehen kann. Das heißt, ich habe hier jetzt eine, mal schauen, Spitzen, Rohteil ziehen für mich hinterlegt. Das ist normalerweise nicht so viel hinterlegt, wie es jetzt bei mir ist, sondern ich habe das jetzt extra für heute, sage ich mal, angepasst. Und zwar gibt es hier eine Vorlage, die nennt sich mit Gegenspindelstützen. Das heißt, das Rohteil ziehen hat ja die Anzahl, sage ich jetzt mal, sobald ich umstelle, sieht man, das wird kürzer. Was hier passiert, es wird einfach nur eins gemacht, es wird die Gegenspindel auf Position gefahren und dann macht sie nichts mehr. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Das heißt, es werden die Operationen wieder erzeugt und man sieht hier schon, die Gegenspindel fährt auf den entsprechenden Bereich. So, warum macht der nicht so? Und dann soll er zu sein, passt. So, dann kann ich jetzt als nächstes, weil ich es in zwei Spindeln gespannt habe, und wichtig auch, es ist auch synchronisiert das Ganze, kann ich das Ganze dann eben ähnlich wie vorher im Job eben die Lünettensitze machen. Das heißt, auch hier, also wieder, ich importiere mir das schnell, hole mir das Ganze rein. Das heißt, Lünettensitze und auch die Lünettenarbeiten hole ich mir rein. Da wurde jetzt eben importiert. Sinnvoll ist es eventuell sogar, wenn wir es manchmal hier knapp neben das Kammanwendung selber reinbringt, wenn man den Explorer Relief schmal macht. So, in dem Fall gehe ich her, füge meine beiden Ketten hinzu, die ich bearbeiten möchte. Das heißt, diese beiden. Dementsprechend habe ich hier die Bearbeitung. Dann als nächstes will ich das Lünett positionieren und auch spannen. So, das heißt, jetzt kann ich die Gegenspindel wieder freigeben. Jetzt ist das ganze Teil stabil gestützt. Und ich gehe jetzt wieder her auf dieses Rohteil ziehen und ich habe mir eine weitere Vorlage erzeugt für das Ganze, indem ich hergehen kann und sagen, ich möchte die ganze Gegenspindelstütz beenden. Das sind jetzt relativ wenig Operationen, Synchronisation wird beendet, rechte Spindel lässt los und fährt auf Ausgangsposition. So, das heißt, man sieht jetzt hier die Vorschau, Gegenspindel ist wieder weg. Dafür habe ich das Ganze gestützt mit der Lünette. So. Was jetzt hier noch interessant ist, ja, wie kommt das ganze Teil an die Gegenspindel? Klar, jetzt kommt, könnte ich jetzt erstmal Bearbeitung bringen, die spare ich mir jetzt. Aber hier kann jetzt, wie gesagt, das ganze Teil auf die Gegenspindel zu bringen.
Und hier habe ich jetzt eine Vorgabe über Übergabe, also sprich entweder von der Hauptspindel zur Gegenspindel oder auch von der Gegenspindel zur Hauptspindel. Also es ist beides möglich. Und so würde so eine klassische Übergabe ausschauen, ohne Lünette, sage ich jetzt mal. Man sieht jetzt hier, das ist nur alles Englisch. Ich habe ein bisschen was mehr vorbereitet und da sieht man eben Übergabe mittels Lünette. Das heißt, das wäre jetzt, wenn ich es nur für die Übergabe brauche, ich habe aber schon die gestützte Variante. Das heißt, ich brauche die Übergabe mit Lünette umsetzen. Das heißt, aktuell sieht man es, ich habe hier die Lünette. Für die Übergabe wird es aber Sinn machen, dass die Lünette hierher wechselt. Und dafür habe ich eine weitere Vorlage erzeugt. Das heißt, ich komme erst mit der Gegenspindel an, bringe dann die Lünette in Position und dann wird das Ganze eben mit der Lünette gefolgt auf die Gegenspindel übergeben. So, das lasse ich jetzt mal ausführen und dann zeige ich euch das vielleicht mal ein bisschen im Durchsatz. Was hat jetzt da? Lünette schließen, öffnen. Ah, ich habe die Position nicht angegeben. Er wird es vergessen. Das heißt, wenn ich es vergesse, nicht so schlimm, sage ich, die Position war hier zum Spannen und ich regeneriere das Ganze nochmal und dementsprechend funktioniert jetzt auch der Rest. So, ich gehe jetzt mal hier mit dem Pfeil, mit dem Einfügepfeil durch. Das heißt, erstmal Spindelaussichten, da werde ich nicht viel sehen. Dann fahren auf Sicherheitsabstand, das sieht man jetzt eben schon. Dann auf Spannsituation. Die Lünette ist nach wie vor an Ort und Stelle. Ich spanne das Ganze. Und jetzt kann ich die Lünette öffnen, deswegen sieht man das Profil jetzt nicht mehr. Ich setze das um und spanne das wieder. Und jetzt hat Hauptspindel auf und das Ganze geht in Richtung Gegenspindel weg. So, das heißt, hier ist das Ganze auf die Gegenspindel. So, ich kürze das Ganze jetzt ein bisschen ab, hole mir meine Vorlage. Und da ist es auch eingestellt, dass ich es nochmal kurz zeigen kann. Da kommt es auch mal darauf an, wie die Lünetten gehandelt sind an eurer Seite. Die sind entweder im Kanal 1 mitgehandelt oder teilweise, je nach Maschinenhersteller, können die auch als separater Kanal angesteuert werden. Im Ganzen schaut es jetzt so aus, wenn es dann komplett aufbereitet ist. Das heißt, ich habe jetzt hier die Übergabe mit Lünette umsetzen. Dann habe ich zum Beispiel hier, in dem Fall, eine Bohrung noch programmiert fürs spätere Schleifen zum Beispiel, die Zentrierbohrung. Und was natürlich genauso möglich ist, das habe ich gerade schon gesagt, ist eine Übergabe mit Lünette und zwar von rechts nach links. So, ich gehe hier nochmal ganz kurz rein, einfach damit ich es kurz zeigen kann. Ja, das war die Meldung, weil ich jetzt im geschlossenen Bereich war. Das darf ich nicht, dass ich da was einfüge. Sobald ich aus dem geschlossenen Bereich raus bin, darf ich das. Und hier sieht man jetzt automatisch, weil das aktive Rohteil ist, sagt ihr hier von der Strategie gleich von rechts nach links. Ich habe es ein bisschen abgekürzt. R nach L, das ist eigentlich ein kleiner Größezeichen, deswegen ist es abgekürzt, aber das wäre jetzt grundsätzlich das Ganze. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich markiere alle Operationen, gehe wieder auf dieses G1, damit ich in die Simulation reinkomme. Zeige euch das Ganze. Das heißt, ihr habt hier eigentlich alles im ersten Kanal, das ist der Arbeitskanal. Und dann habe ich hier die Lünette, die eben zeitgleich mit der Spindelbewegung erfolgt. Ich gucke mir mal hier rein. Das heißt, die Spindelbewegung fährt in Grundposition, also die Gegenspindel fährt auf die Homeposition und zeitgleich soll auch die Lünette eben entsprechend mitfahren. Schaut dann wie folgt aus. So, Ganze lädt. So, das ist meine Maschinenkonstellation. Hab Gegenspindel. Lünette ist hier in dem Fall aktuell auf mehr oder weniger Home-Position nennt sich das bei BFL so. So, und ich starte das Ganze jetzt mal. Das heißt, es kommt erst die Gegenspindel. Jetzt würde eigentlich der Spannprozess starten, also entweder mit dem Kran oder dass ich halt hier das ganze Bauteil mal nimm. Bringe hier meinen Lünettensitz an. Machen wir ihn schneller. Das ist jetzt nur wegen der Vorschubgeschichte. Entsprechend langsam den zweiten Lünettensitz. So. Fahr weg. Und jetzt aber die Lünette greift und ich kann mit der Gegenspindel wegfahren. Das heißt, somit kann ich die Bearbeitung, ist der Zapfen frei für die Bearbeitung. Ein bisschen schneller. Kann jetzt Zentrierbohrung, weitere Bearbeitung machen. Kommt immer ein bisschen auf die Backeneinstellung drauf an, was ich mache. Jetzt kommt die Gegenspindel wieder. Ich setze die Lünette um. So. Zweite Position und das Ganze fährt miteinander auf die Gegenspindel, macht hier die Bearbeitung, können natürlich auch mehr sein
Und das Ganze geht wieder zurück an die Hauptspindel und ich kann das da auch wieder fertig bearbeiten, zum Beispiel. Ja. Kommt jetzt dann ein Spindeljob, aber der, glaube ich, ist nicht unbedingt das, was interessant ist. Interessant, denke ich mal, sind hier jetzt mal, wie gesagt, diese ganzen Peripheriegeräte, Reitstock, Gegenspindel, Lünette in Zusammenhang miteinander oder eben auch, wie beim ersten Beispiel, das Ganze mit der mit dem dritten Kanal und der eingesetzten Spitze im Reitstock. Ja, das war jetzt mal so eine Übersicht von meiner Seite, wie man Mastercam dazu einsetzen kann, diese Zusatzgeräte anzusteuern. Ich hoffe, es war für euch das eine oder andere dabei. Vielleicht die eine oder andere Maschine kann damit gut angebunden werden. Wenn es irgendwelche Fragen offen geblieben sind oder speziell Fragen gibt zu den Maschinentypen, Maschinenherstellern, Peripheriegeräten, geht auf unsere Händler im Mastercam-Umfeld zu. Händler sind auch mit dabei. Wenn es da irgendwelche Fragen gibt, geht auch auf mich zu. Ich denke, da kann man im Dialog fast für alle möglichen Varianten eine Lösung finden, um auch eure Maschine produktiv da einsetzen zu können.